Zusammen. Man muss ja vorlesen. So, ein Tampo sagt zum Kondom. Sie reden die zwar. Pass heute Abend auf, sonst sind wir 9 Monate arbeitslos. Arbeitslos. Verstehen? Arbeitslos ist hart. Der Tampo. 9 Monate. Ich bin aber schon ein bisschen länger arbeitslos, aber lässiger. Die haben einen guten Witz. Lachen mit Wochenende, steht da. Lässig, ja. Das ist ein Nocker, der hat einen kleinen. Du habt nicht meinen Humor, gell? Nein, ich lese nicht wegen dem. Das ist eine gute Zeitung. Lässig. Sind Sie Experte? Ja, ja, wie ich schon sagen, wenn ich einmal einen Brief schreibe. Lässig. Was ist der Horoskop, was da hinter Ihnen? Ein Horoskop? Kennen Sie ein Horoskop? Ich war mal mit der Kerstin bei Nord. Bin schon länger her. Die war nicht schlecht, die Alte. Weil jetzt haben wir die immer gerne die Horoskope gelesen. Einmal ist gestanden, überschüssigen Ballast zu uns anwerfen oder was. Ja. Habe ich gesagt, nimm mir mal an, du blöde Sau, wenn's da schon die Zeitung sagt, ja. War's angefressen, hat's nichts mehr mit mir geredet. Naja, aber der hat immer noch den Ganzen. Einmal hat's sich 50 Rubel losgehabt, weil's gestanden ist, heute ist ihr Glückstag. 2 Tage Schilling hat's gewonnen und weiter. Ich hab ihn dann eh versoffen. Hab ich gestohlen auf die Nacht. Lässig. Und der Schule, der Ärgste, ja, Schule-Legende, war erst vor Jahren ins Begräbnis, war ich dort, war ich blöd auch ein bisschen. War nicht schön, war kein schönes Bild, nicht so wie beim Kudel, wie der gestimmt ist, aber ein paar Zahnbar, weil das war ein Arschloch. Der Pfarrer hat schon 3 Promille am Grab gehabt, oder? Bei der Ansprache, voll zu da, voll angesoffen mit ihm. Aber bei dem war es ein trauriges. Der hat gelesen im Horoskop, ich muss das Leben verändern. Ja. Ja, dann hat er sich halt gesagt, was dem muss ich schauen, wie ich was anderes mache, aber das ist erschossen. Aber dann hat es nicht gepasst. Aber war ein trauriges Konzertl. Halt Begräbnis und so, ne? Wo sagst du mir einen Warmen, was will ich mit dem? Nein, ganz vergessen. Nein, mit den ganzen Horoskopen. Auch die andere Freundin hat immer angeguckt bei der Gerda Roger. Gerda Roger und ich wollte mit ihr romantisch, weißt du? Hat gesagt, nein, das geht nicht. Die Gerda Roger hat gesagt, die Sterne sind nicht so gut für. Sag ich, was brauchst du einen Stern, wenn er mal steht, du Trampe, du? War es auch angefressen. Aber die sind die Huchen, die ganzen Plätze. Auf Stern, was hat der Stern damit zu tun, wenn ich pudern will? Was hat der Stern? Interessiert mich. Einziger Stern, was mich beim Pudern interessiert, ist was? Naja. Naja, muss ich nicht sagen, oder? Ja. Nein, ich hab schon meine Horoskope. Ich kann ja meins lesen, kann ich vorlesen, da. Was bin ich für ein Sternzeichen schnell? Warte, am Ding habe ich Geburtstag. Ah! Manchmal spielt sich die Erotik im Kopf ab. Wenn sie mehr öffnen, ist eine Praxis. Was soll ich mit dem? Sexpartner steht Waage. Eine Waage. Gehst du zu einer Alten und fragst, Julia, was bist du für ein Sternzeichen? Waage. Ja gut, dann kann man schustern, oder was? Was ist das für ein Blödsinn? Die hat da drehende Goschen, die Alte, oder? Ach so, Blödsinn. Oh, schau, was bei den anderen steht. Stier, der Ding ist ein Stier. Der Ding, dem was ich das Geil gebracht hab, der Wichser. Schau, was steht. Bis sie Sinn und Sinnlichkeit in ihrem Leben wieder Platz schaffen, haben sie alle Hände voll zu tun. Naja, da, bei dem stimmt's nicht, Schwartler. Sexpartner steht Schütze, sollte eigentlich rechte Hand stehen bei dem Wichser. 6 Tage ist frei, der wichst nonstop, Montag bis Sonntag. 24/7, oder? Ein Wichser. Der war ja jetzt im Spital. Weißt du? Ich hab mich angehört. Ich sag gefahren, hab ich gesagt, wo fährst du denn leicht hin? Einbandagiert gewesen, auf alle 2. Sag, wo fährst du hin? Ja, Spital, ich bin angerutscht, oder? Hat das ja alle 2 Hemd beim Wichsen. Der ist steppert zum Wichsen, der Haberer. Weiß ich nicht, was er hat. Der so einen Schlaucher da, was? Weiß ich nicht. Ja. Wo war der Anton? 32 Jahre und ja, geschieden bin ich, ja. Das ist der Horvath. Und schon mal. Ist der deppert? Ich hab das bei alle angeschaut. Hilfe! Du bist ein Wahnsinniger! Auf der Welt rennen nur Arschloch. Der Nachbar zum Beispiel ist ein Arschloch. Ja, was soll deine Bote haben, oder? Die gehört deiner Alten, die war heute bei mir. Und wer? Das kämpft aus dem Urwald, Dschungel draußen. Ich kann 7 Augen, Herr Horvath. Du hast keine eine am Auge. Du schaust noch nicht schlecht. Da brennt's wirklich draußen. Das Leppert! Und? Mache ich nichts gut? Mache ich was gut? Mache ich was gut? Wir machen!
Spezialbad. Ja, so ist ein Hieb. Und ich schleiche sie ihn an. Ich glaube, du machst viel mehr Köpfe. Weil ich war ein Jahr lang am Stapler vor 73er Jahren, war ich bei US Marine Corps. Bitte. Oh, du großer Körper, du kannst dein Geschäft nicht machen, ja? Bitte nicht nach, komm, rennt, was nur wäre. Bleib doch, pusch dich doch her, du. Ich sag eh ja. Er sagt ja. Was? Ich sag na. Ja, halt das! Was ist das hier? Die schlechte Sicherheit ist für Arbeitslöcher! Ah, bist der Tolle! Ja, lässig, weil jetzt komm ich hinten rein in die Werkstatt und vorne rein, ja? Guck mal, ich hab Urlaub! Ja, wie bei der Nachbarin kommst du auch vorne hinten rein, oder? Kann ich was dafür, dass der sein Alter nicht unter Kontrolle hat? Dicker Klug, Panamus, Schlagblau, immer schon! Das ist eine afghanische Scheiße! Ich hab mal gesagt, dass ich noch heute den ganzen Kartoffel unter. Hey, Hölle, Hölle! Ich hab mal gut schnell! Wo guckst du mir immer so? Über dich du Äster, oder? Verlass!